Ja, da steht noch einer. Ich töte dich. So, ich denke, ich muss da oben das hier drücken. Irgendwie, irgendwann müssen diese Dinger da runterkommen. Hä. Da oben sieht ja schon wie so eine richtig schöne Falle aus mit dem Aufzug. Aber dazu muss ich erstmal überhaupt da hochkommen, ne? Ach, der Schalter drücken. Ach, verdammt. Wisst ihr was? Die Mission ist eh schon für Masochisten gedacht, eher. Ich brauch Munition! Oh, was ist das? Captain, das Konsortium hat die Energieversorgung für ihren Sektor lahmgelegt. Wir können den Truppentransfer auf keinen Fall einleiten. Wir können sie auch nicht herausholen. Am schlimmsten ist, dass der ganze Sektor seit einigen Stunden vom elektrischen Netz abgeschaltet ist. Ihre einzige Chance besteht darin, mit dem Shuttle zu fliehen. Es gibt keinen anderen Ausweg. Die Zentrale speist ihren Datenschirm mit den Koordinaten, die wichtig sind. Zerstören Sie die feindliche Überwachungsplattform, Captain. Sie sind die letzte Hoffnung, die wir noch haben. Maxis aus. Das heißt, schon mal keine Unterstützung von irgendwelchen Truppen. Ah, jetzt wird's mir zu viel. Ich glaube, ich steige jetzt mal hauptsächlich auf diese Waffe hier. Komme ich so da? Fuck, fast. Na gut. Obwohl, das soll ich lassen, weil die kann ich dann nicht mehr looten. Was? Ich hab ne... Achso, ist nicht der Larven vorhin. Okay. Kiste in Heizer. Oh, der hat eine Energiezelle gehabt, sehr schön. Ich hatte mal so viele Energiezellen. Gefällt mir nicht. Gefällt mir kein Stück. Ja, okay. Halb so schlimm. Gut, auf zur nächsten Ebene. Super, die sieht mich natürlich eh gleich. Stirb doch! So, was haben wir hier? Treffen. Okay. Okay. Alles klar. Keine fiesen Lichtschranken in der Gegend. Sehr schön. Männer- und Frauentoilette wieder mal. Rest zum
Schaut so nach Mech-Bereich aus. Keine Ahnung. Nein! Ah. Okay. Nach dem will ich. Ist alles Zeug, das mir nichts bringt? Dieser Alarmknopf da vorne. Ach so, da waren. Ich habe jetzt wieder irgendein Roboter getriggert. Ja. Ich will eine Kamera. Da oben. Nein, den wollte ich gar nicht erschießen. Die bringen doch immer so richtig schön viele. Gedingse. Ihr wisst, was ich meine. Energiezellen, genau. Zum Beispiel der hier. Jawohl. Nein. Könnt ihr euch vorstellen, auf der Überwachungsplattform wird das Ganze nochmal krasser. Ich will den hinten killen. So. Drei Energiezellen, das ist nicht viel. Wobei ich zugeben muss, ich habe schon sehr arg gefailt in der Mission bisher. So, was spielt sich da ab? Kamera. Schon mal das erste. Nicht nur eine? Hallo? Weil die haben noch echt einen Arsch offen. Ist da noch eine? Ja. So. Schnell explodiert jetzt irgendeine Kiste oder es kommt ein Mech raus oder ein schwarzes Loch, das mich irgendwie einsaugt. Ui, zwei Zellen. Noch mehr Zellen. Ja, komm. Ich dachte, die haben ohnehin keinen Strom mehr im Sektor. Ja, ich hab's gerade noch gesehen. Entschuldigung. Genau den wollte ich eigentlich am Leben lassen, ja. Ja, ich hatte es gerade gehabt. Der neue super geheime Zugescode lautet 268. Keine Sorge, ich werde dieses Geheimnis nicht weiter verraten. Hallo? Hallo? Ah! Kruzifix, das war gemein. Das war echt scheiße gemein. So ein mieser Alarm. Oh, ich muss jedes Mal lachen, wenn ich in die Scheißdinger reinlaufe. Gibt's hier irgendwo einen Alarmschalter? Irgendwo? Shit. Muss ich wohl mit dem Alarm leben, ha? Naja, halb so wild. Ich könnte mal wieder speichern. Uiuiuiuiuiuiui.
vorne ist einer. Ach, ich renne einfach durch, was soll's. Zieh eh kaum was ab. Wer ist denn das? Ich hab das Ding wieder funktionstüchtig gemacht, Captain. Wahrscheinlich traf sie Zauberer mit einem Sucher, bevor sie ihn erschossen. Ich testete die Rückkopplung zweimal. Die Zentrale bestätigte den Standort des Suchers. Sieht aus, als hätte sie einen Shuttle erreicht. Jetzt ist sie gerade auf der feindlichen Überwachungsplattform. Hey, wenn du sie siehst, tu mir den Gefallen und schieß ihr eine Kugel zwischen die Augen. Und, ich muss dir was sagen. Danke, Silencer. Brooks aus. Und sie war Sergeant, jetzt weiß ich's wieder. Muhar. Aber klar, Brooksy. In die Luft sprengen, egal was dahinter ist. Ja, und die Vargas, die werden wir für sie mal ein bisschen kalt machen. Ich will da hoch, aber ich will zuerst hier hoch. Scheiße, ist so doof, da hochzuspringen, Sonny. Ich schaff's. Es geht in zwei Richtungen weiter. Scheiße. Das war, glaube ich, der Fingerzeig, dass ich zuerst hier hoch soll. Will ich die rote Keycard hier schon verwenden? Ich wette, der fliegt jetzt bloß auf die andere Seite rüber. Oho, ho. Aber. Scheiße. Verdammt. So, da, ich sehe da schon wieder, da ist so ein scheiß Raketenwerfer hinter den Rohren. Die haben sie echt total fies platziert. Ja, nehmen wir mal. Ui, shit, was war denn der Code? 630, glaube ich, ne? Scheiße. Ich weiß es nicht mehr. Scheiße, das war denn der Code? Ja, ich weiß doch. Ich hätte eine Lambda ausschalten können. Ach, da geht's auch noch. Und jetzt werde ich es doch mal tun. Ich stehe hier ständig. Ich habe ein schlechtes Gedächtnis heute. Super geheime Code lautet 268. Stimmt, 630 war der vorherige. Willst du nachladen? Oh mein Gott, oh mein Gott. Sag mal. Nein. Okay. Anders. Ich normalerweise wieder zurückkommen. Oh, ich habe volle Energiezellen, volle. Jetzt richtig schön mit Schmackes. Nein! Wir lassen mich nicht mitspielen. Sag mal, jetzt wird es langsam echt bescheuert. Ey. Sag mal. Geht's noch? Na also, geht doch. Ohne große Aufregung. Na, mal anlocken. Und Überraschung.
immer schon Space-Ausrüstung. Ja, ich schieße ihm mal in den Rücken und es interessiert ihn kein Stück. Na, so. Sag mal, diese Dinger regen mich langsam echt extrem auf. Die explodieren, glaube ich, wenn ich reinlaufe. Ah, ist da oben noch was? Das ist schon das Space Shuttle, sehr schön. Das heißt, die Mission haben wir gleich geschafft, aber gucken wir erstmal trotzdem danach. Oh, falsche Waffe. Da gibt es eine Kiste. Wir dürfen nicht zum Schießen kommen, echt nicht. Ziehen wir mal voll viel Energie ab. Stimmt, eine ganze Energiezelle. Gut, da ist nichts mehr. Tja, dann haben wir die Mission jetzt gleich abgeschlossen. War auch schwer genug, muss ich zugeben. Möchte ich nicht auf einem höheren Schwierigkeitsgrad erleben. Zumindest nicht im Let's Play. Böse, 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 böse. Ist das schon das Ding? Ich will jetzt nicht noch auf eine Mech oder sowas stoßen. Oh. So, bitte noch was Liebes, bevor ich wegfliege. Nee. Jetzt nachladen. Verdammt, hab mich doch noch erwischt. So, du kommst auch noch her. So. Gleich haben wir's. Mal kurz speichern. Jetzt doch noch eine Überraschung kommt. Ja, das war's. Auf zur Überwachungsplattform. Letzte Mission. Aus wie Enterprise ein bisschen. Es fällt mir schwer zu verstehen, Major, wie ein Offizier Ihres Kalibers kontinuierlich dabei versagt, diesen Verräter auszuschalten. Mit all den hochentwickelten Waffen des Konsortiums, die Ihnen zur Verfügung stehen, ist der Neuigkeit kaum Glauben zu schenken, dass sich der abtrünnige Silencer in diesem Augenblick auf der Überwachungsplattform befindet. Leider muss ich, nachdem ich das Shuttle-Startdeck gesehen habe, feststellen, dass diese Aussage tatsächlich der Wahrheit entspricht.
Mir fällt es zunehmend schwerer, vor dem Finanzkomitee des Konsortiums die ungeheuren Summen zu rechtfertigen, die wir in Sie investieren, Major. Ich fürchte, der Präsident kommt langsam aber sicher zu der Ansicht, dass Sie für uns eine unkluge Investition waren. Wie auch immer, falls es Ihnen gelingt, die Überwachungsplattform vor jedem Schaden zu bewahren, wird es keine Schwierigkeiten geben, wenn ich für die Unterstützung Ihrer Arbeit plädiere und das Komitee dann bitte, Sie weiterhin finanziell zu fördern. Habe ich meinen Standpunkt klar gemacht? Ja, glasklar, ich habe Sie verstanden. Im Protokoll hätte ich gern festgehalten, dass mir die Hilfe des Komitees außerordentlich viel wert ist. Ich bin sicher, ich kann deutlich machen, dass es sinnvoll ist, weiterhin in mich zu investieren. Der Erfolg wird sich bestimmt bald zeigen. Ich enttäusche Sie kein zweites Mal. Verlassen Sie sich auf mich. Das werde ich tun, Major. Es ist unbedingt erforderlich, dass Sie zu den Waffenkontrollsystemen auf Ebene 7 vordringen, Captain. Wir haben inzwischen bestätigt bekommen, dass das Konsortium die Waffen auf Kiew gerichtet hat. Es ist das erste Ziel. Schalten Sie zuerst die Kontrollcomputer aus, dann wird es nicht mehr schwer sein, die Satelliten zu neutralisieren. Zeit gewinnen heißt die Devise. Maxis aus. So. Ganz kurz noch. Nichts zu suchen. Bringen. Aber der hat den Alarm noch angeschaltet. So. Das bedeutet, Last Mission, meine lieben Freunde. Und dass wir uns das nächste Mal wiedersehen in der letzten Mission von Crusader No Remorse. Bis denn und tschüss.